Zum 20-jährigen Bestehen des Bundesverbandes Lebensrecht hat KTV mit den bisherigen Vorsitzenden gesprochen: Claudia Kaminski, Martin Lohmann, Alexandra Linder. Aus einem lockeren Zusammenschluss von Lebensrechtsorganisationen gründete sich im Februar 2001 in Fulda ein Verband, der mehr politische Schlagkraft haben sollte. Protagonist der ersten Stunde war auch der bis heute im BVL aktive Hartmut Steeb, Vorsitzender des TCLG, Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen. Für Steeb war die Gründung damals richtig spannend. Und wir waren dann einfach so am Punkt, wo man gesagt hat, wir müssen aus dieser ganz lockeren Arbeitsgemeinschaft einen klaren Verband machen, wir müssen aktiv werden. Als erste Vorsitzende des Bundesverbandes und Gründungsmitglied stellte sich Claudia Kaminski den Fragen von KTV. Kaminski erläutert, dass sie zunächst eher in die Lebensrechtsarbeit hineingerutscht sei. Zu ihrer ersten Lebensrechtsveranstaltung fuhr sie, um einen Medizinstudenten kennenzulernen, der wie sie auch an der Arbeit in der sogenannten Dritten Welt interessiert war. Dann habe ich die Alpha kennengelernt und bin völlig überraschend für mich damals zur stellvertretenden Bundesvorsitzende gewählt worden. Und so bin ich da reingerutscht. Also eigentlich hing es schon im weitesten Sinne mit meinem Medizinstudium zusammen. Anfang der 2000er Jahre waren mehrere tausend Menschen in den verschiedenen Organisationen zusammengeschlossen. Was ganz wichtig war, es war damals die Vorsitzende Alpha mit dabei. Es war Frau Dr. Kaminski. Und es war die Juristenvereinigung Lebensrecht mit dabei. Bernhard Büchner damals als Vorsitzender. Und Kaleb, die Lebensrechtsbewegung, die ja noch in der DDR entstanden ist, so in der Wendezeit, ganz wichtig mit der Vorsitzenden Ursula zu Aspern. Das, so Hartmut Steeb, waren die großen Player bei der Gründung des BVL, zu denen auch Johanna von Westfalen und Manfred Liebner von der CDL, Christdemokraten für das Leben, gehörten. KTV fragte ihn auch nach den Zielen, die er mit diesem Neuanfang verbunden hat. Wir wollen Zeugnis ablegen von dem, was uns wichtig ist, dass nämlich jeder Mensch von Gott geschaffen ist auch und dass er ein Lebensrecht hat von allem Anfang an bis zum natürlichen Ende. Steeb geht davon aus, dass das auch gelungen ist. Kaminski ergänzt: Die Organisationen, die damals dabei waren, die Christdemokraten für das Leben, die Aktion Lebensrecht für alle, natürlich TCLG, Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen, dem eben Hartmut Steeb vorstand. Wir haben uns zusammengetan, um dem Ganzen ein besseres, ein festeres Gefüge zu geben. Und wir haben einen Verein gegründet, um mehr Gewicht in der Politik auch haben zu können, um da einfach eine Stimme dann auch aus Berlin zu haben. Die Arbeitsgemeinschaft Lebensrecht, aus der der BVL hervorging, war auch international tätig. So gab es schon Ende der 90er Jahre einen internationalen Lebensrechtskongress in Berlin, den man auch für eine Demonstration und Kundgebung nutzte. Im Gründungsjahr nahmen BVL-Mitglieder auch an einer Lebensrechtskonferenz in Paris teil. Kaminski nennt einige der Ziele des Verbandes bei der Gründung: das Recht auf Leben jedes Menschen in jedem Stadium der Entwicklung zu betonen und dafür einzutreten. Dabei ging es damals um weit mehr als nur Abtreibung. Bestimmte Problematiken waren damals, also 2001, bei der Gründung noch relativ jung. Also als ich angefangen habe im Lebensrecht, da gab es eigentlich nur die Frage nach der Abtreibung. Dann kam eben die Stammzellfrage dazu, Stammzellforschung. Das sind alles Sachen, die sich dann entwickelt haben, die dann natürlich auch der Bundesverband Lebensrecht als Themen für sich aufgegriffen hat. Die Ärztin erläutert, warum sie die Aufgabe des Vorsitzes, der, wie sie selbst sagt, nicht ganz unanstrengend war, übernommen hat. Im Prinzip hat sich das so ergeben. Bei mir haben einfach ein paar Faktoren zusammengepasst. Ich war noch relativ jung, mit Anfang 30. Ich war zwar voll im Beruf, aber eben auch Medizinerin. Und als Frau Medizinerin passt das natürlich ganz gut für die Lebensrechtsbewegung. Und dann habe ich gedacht, ich mache sowieso die Aktion Lebensrecht für alle, dann kann ich auch diesen Bundesverband erstmal übernehmen. Angesprochen auf die Vielfältigkeit der Verbände erläutert Kaminski, dass das durchaus Sinn macht. Das Schöne in der deutschen Lebensrechtsbewegung ist, dass jeder Verein, jeder Verband eine spezielle Zielrichtung hat und Zielsetzung. Deswegen ist auch kein Verband überflüssig, sozusagen. Hartmut Steeb geht davon aus, dass der BVL in Berlin doch einiges bewirkt hat. Vor allem der jährliche Marsch für das Leben sei ein deutliches Zeichen für das Lebensrecht. Ich glaube, es ist gelungen, dass man über das Lebensrecht wieder öffentlicher spricht.
Und dass diese Botschaft dann auch mal in Berlin erklingt, daran kann eigentlich die Öffentlichkeit nicht mehr vorübergehen. Steh plaudert auch ein wenig aus dem Nähkästchen über die Zusammenarbeit in der frühen Phase des BVL. In der Lebensrechtsbewegung haben sich häufig Menschen gefunden, die sehr entschlossen waren, gegen den sogenannten Mainstream ihre Arbeit zu tun. Und mit lauter so Alpha-Tieren, wie man das dann sagt, zusammenzuarbeiten, ist schon eine tolle Herausforderung. So habe man echte Teamarbeit gelernt und sich immer mal wieder zusammengerauft. Wie lange es die Fachtagungen im Zusammenhang mit dem Marsch schon gibt, weiß Steb nicht mehr so genau. Aber man hat als BVL versucht, sich bei der Woche für das Leben der evangelischen und katholischen Kirche zu beteiligen. Das haben aber die beiden großen Kirchen offenbar nicht gewollt. Da sind wir nicht vorangekommen. Seit Jahren organisiert der BVL jetzt selbst eine Fachtagung im Rahmen der Woche für das Leben. Mehr Dialog habe es dadurch jedoch nicht gegeben, bedauert Steb. Aber man werde deutlich wahrgenommen. Kaminski fragen wir, warum sich die Ärztin so für das Thema eingesetzt hat. Weil die Ungeborenen keine Stimme haben und weil es so notwendig ist, dass man diesen ungeborenen Kindern zu einer Stimme verhilft. Im Laufe der Jahre hat der BVL einige Kampagnen auf den Weg gebracht. Zumeist initiiert und gesteuert durch Alpha, CDL und die Stiftung Ja zum Leben. Kaminski erläutert, wie so etwas entstand. Bei Tim Lebt war es so, dass wir natürlich sehr lange Unterschriften gesammelt haben. Wir haben dann Unterschriften im Europaparlament übergeben. Wir haben Unterschriften an die Regierung übergeben. Also Tim Lebt hat sich lange hingezogen, bis weit 2007, 2008. Ich glaube, es war 2007, dass wir mit Gloria von Turno Taxis 76.000 Unterschriften gegen Spätabtreibung in Berlin abgegeben haben. Eine weitere Kampagne zu Beginn des Jahrtausends war Stoppt PID und Klonen und dann folgte Deine Stammzellen heilen. Durch die In-vitro-Fertilisation, also durch die künstliche Befruchtung, ist das Lebensrecht in Deutschland noch weiter ausgehöhlt worden. Der Mensch wurde im frühesten Stadium seiner Entwicklung verfügbar. Man habe im kleinen Team überlegt, wie Aktionen aussehen könnten. Bei Stoppt PID und Klonen erinnert sie sich. Wir haben Stoppschilder angefertigt, haben uns alle in weiße Overalls gesteckt und haben in Berlin demonstriert, und zwar vor der Parteizentrale von CDU und SPD und dann jeweils mit Merkel-Masken und Gerhard Schröder-Masken. Also, dann hat sich das Team eine weitere Kampagne einfallen lassen. Die Kampagne Deine Stammzellen heilen war auch eine zunächst internetbasierte Kampagne. Bei der embryonalen Stammzellforschung ging es damals sehr stark um die Gelder dafür und mit welchen Stammzelllinien geforscht werden darf. Und wir haben dann ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen wollen, dass unsere eigenen Stammzellen eigentlich schon viel mehr können. KTV fragt die Medizinerin schließlich auch nach der Hauptveranstaltung des BVL und wie sie die Entwicklung des Marsches erlebt hat. Wir wollten eben auch als BVL ein Zeichen auf der Straße setzen. Es wird so viel demonstriert für alle möglichen Anliegen, dass wir gesagt haben, warum auch nicht für das Recht auf Leben. An wen sich der Marsch richtete, erläuterte Kaminski damals auch im Interview. An alle Menschen guten Willens, natürlich auch an die Politik, deswegen auch dieser Demonstrationszug in Berlin, um auf das Problem der Spätabtreibung in Deutschland hinzuweisen und aufmerksam zu machen. Es gibt kein Recht auf Abtreibung, es gibt ein unveräußerliches Recht auf Leben. Und für dieses Recht auf Leben gehen wir auf die Straße. Für die Lebensrechtler war es eine Herausforderung. Die Anfänge waren relativ klein und auch nicht unumstritten, erinnert sich die erste Vorsitzende des BVL. Es war spannend für uns. Es waren natürlich am Anfang wenig Leute, 300, 400, glaube ich, beim ersten Marsch. Viel mehr sind das nicht gewesen. Und wir haben auch intern diskutiert, nach dem ersten oder zweiten Marsch, ob wir das überhaupt machen. Wir hatten ja anfangs alle 2 Jahre. Wir haben sogar intern überlegt, ob wir es nicht wieder zurückgeben an Caleb, an die ostdeutsche Organisation und es nicht mehr als BVL machen. Und haben uns aber doch entschieden, dieses Zeichen weiterzumachen. Das musste sich erst etablieren und das war eine richtige Sisyphus-Arbeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Caleb, die dann wirklich in Berlin auch präsent waren, wäre das mit dem Marsch nicht so weit gekommen. Und da ist eigentlich das Schönste, an das ich mich so erinnern kann, dass wir vielleicht, also dass wir irgendwann wirklich 1.000 Kreuze verteilt haben. Das war ja dann so für uns die Schwelle, dass wir schon mal 1.000 Leute zusammengebracht haben. Und sich dann vorne am Transparent mal rumzudrehen und in einer Kurve zu sehen, wie viele es geworden sind.
Da geht einem schon das Herz auf. Begonnen haben die Kundgebungen auf dem Alexanderplatz und wurden später auf den Platz vor dem Kanzleramt verlegt. Von Anfang an gehörte zur Veranstaltung ein Gottesdienst. Wir hatten bei den ersten Märschen das optional angeboten sozusagen und waren dann zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Hedwigskathedrale, wo wir selbst überrascht waren, dass tatsächlich die Demonstranten das angenommen haben und irgendwie geschlossen mit in diese Kathedrale kamen zu dem ökumenischen Gottesdienst. Also das Gebet gehörte da schon auch so ein bisschen dazu, auch wenn der BVL nicht dezidiert christlich ist. Auf die Frage, wer ihr denn besonders zur Seite gestanden habe, nennt Kaminski neben Mechthild Löhr Walter Schrader von Kaleb auf jeden Fall. Dann Hartmut Steeb von der Deutschen Evangelischen Allianz. Dann sicherlich natürlich in allem die Stiftung Ja zum Leben und auch am Anfang Christdemokraten für das Leben, Johanna von Westfalen. Und unvergessen Manfred Liebner, ihr Geschäftsführer. Beide hat meiner Meinung nach der Herr viel zu früh zu sich geholt. Politisch richtete man sich auch nach Brüssel. So war der BVL maßgeblich daran beteiligt, dass die EU-Biopatentrichtlinie, die auch Patente auf menschliche Gene ermöglicht hätte, nicht 1:1 umgesetzt wurde. Kaminski kooperierte damals sogar mit Organisationen wie Greenpeace. Der politische Dialog war schwierig und oft eher einseitig. Wir sind natürlich auch mit unseren ganzen Forderungen der Nachbesserung beim Paragraphen 2015. Der BVL hat ein Buch zum Thema veröffentlicht, 10 Jahre nach der Novellierung, das war 2005. Die Politik hat da nicht dran gewollt. Eigentlich hätten sie nachbessern müssen. Sie haben sich das selber damals 95 in den Gesetzestext geschrieben. Geschehen ist leider bis heute nichts. Zum Thema Lebensrecht gehört auch das Verhältnis zu den Kirchen. Das Problem der deutschen Kirche oder der deutschen katholischen Kirche und auch der Lebensrechtsbewegung war diese unsägliche Scheindebatte. Also die Ausstellung des Beratungsscheins wurde von den meisten Lebensrechtsbewegungen von Anfang an abgelehnt. Den verschiedenen Vorsitzenden, Johanna von Westfalen, hat an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig gelassen. Bernhard Büchner für die Juristenvereinigung Lebensrecht hat den deutschen Bischöfen sehr deutlich gesagt, dass das so mit der Scheinvergabe nicht geht. Und da hat es auf beiden Seiten, muss man sagen, ziemlich starke Verletzungen gegeben. Auf mehrmaliges Bitten des heiligen Johannes Pauls II. Ist die katholische Kirche dann aus der Scheinvergabe ausgestiegen. Dann stellt sich auch die Frage nach der evangelischen Kirche. Mit der Deutschen Evangelischen Allianz, Kaleb und auch TCLG hat man immer gut zusammengearbeitet. Wir haben verschiedentlich auch evangelische Bischöfe gehabt in Berlin beim Marsch für das Leben, als Sprecher, auch als gemeinsame Zelebranten dann beim ökumenischen Gottesdienst. Zur Professionalisierung hat beigetragen, dass man hauptamtliche Kräfte eingestellt und eine Geschäftsstelle für den BVL in Berlin aufgebaut habe bei Kaleb. 2009 gab die engagierte Medizinerin den Vorsitz des BVL auf. Sie berichtet von den Krankheiten ihres Vaters, um die sie sich immer mehr kümmerte, medizinisch und pflegerisch. Das hat sich 2008, 2009 einfach zugespitzt. Und wir hatten 2009 wieder einen Marsch für das Leben vor, der war geplant. Und ich habe im Sommer 2009 einfach gemerkt, das kann ich nicht. Ich kann nicht meinen Beruf voll ausüben und Lebensrecht weitermachen und vor allem auch noch den BVL, der eben nicht besonders viel Manpower hatte. Und dann einen Marsch für das Leben zu organisieren, ich wusste, dass ich das nicht schaffe. Und dann habe ich einfach die Reißleine gezogen. Rückblickend glaubt Kaminski, dass diese Doppelfunktion BVL und Alpha für die Anfangszeit gut war. Wenn ich gewünscht habe, dass man eine Kampagne macht, dann war klar, da wird die Alpha auch finanziell sich beteiligen. Das war sicherlich ein großer Vorteil. Und von daher blicke ich wirklich mit Dankbarkeit zurück. Und mich hat es dann auch sehr gefreut, dass als Martin Lohmann das Ruder übernommen hatte, dass man wirklich sagen konnte, der Strom des Lebens wächst. Der Journalist und Publizist Martin Lohmann war der zweite Vorsitzende des BVL. Der KTV erzählt, wie es dazu kam. Ich wurde aus den Reihen des BVL angesprochen und gebeten zu kandidieren. Und ich habe mir dann den BVL ein bisschen angeguckt, mich informiert und wurde gewählt. Unmittelbar vor dem Marsch des Jahres 2009 wurde ich zum Vorsitzenden gewählt und habe das sehr gerne 8 Jahre lang gemacht. Und ich denke, es war eine kontinuierliche Linie vom Beginn an bis auch in meine 8 Jahre hinein, wo wir einfach dann sozusagen das Ganze weiterentwickelt haben. Ich habe gesagt, wir brauchen frische Farben, wir brauchen eine positive Ansprache an die Menschen. Es geht nicht um Vorwürfe,
Vorher war das ja ein Trauermarsch, dann war es schon ein Marsch für das Leben. Auch als ich den übernommen hatte, hieß es schon so. Und das hat dann auch insofern ganz gut gefruchtet, ja, weil wir beim letzten Marsch einen Rekord erreichen konnten von 7.500 Teilnehmern. Wir fragen nach, wie man das denn zählt. Wir hatten eigene Zähler und wir hatten auch Zähler von der Polizei, die uns das auch gesagt haben. Gut, einige Medien haben dann immer eine Null hinten weggelassen, also dann waren es auf einmal nur 750 Teilnehmer. Einmal hatte ich eine Diskussion mit einer katholischen Nachrichtenagentur, die hatten irgendwas von 300 geschrieben. Da habe ich gesagt, das waren vielleicht die Gegner, die ihr da aufgenommen habt, gezählt habt, aber wir waren mehrere tausend. Es wurde auch bei dem letzten Marsch, den ich anführen durfte, 2016 immer wieder gesagt, es waren vielleicht auch 8.000. Einige hatten auch etwas mehr als 8.000 gezählt. Und wir haben dann gesagt, na, wir sagen einfach 7.500. Das ist eine sichere Zahl, da kann keiner was gegen sagen. 2009 war für Lohmann die erste Teilnahme bei einem Marsch für das Leben. Wir fragen ihn, wie er das erlebt hat. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir mitten in Berlin auf einer Bühne standen und dass Claudia Kaminski die sozusagen die Stafette weitergegeben hat an mich und dass wir dann gemeinsam den Marsch auch angeführt haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch der Marsch oder ein Jahr später, wo uns dann unmittelbar vor der Hedwigskathedrale, wo wir dann endeten, eine brennende Bibel vor die Füße geworfen worden ist. Eine dicke Bibel von den Gegnern, also den toleranten Gegnern, ja, die also die Heilige Schrift, immerhin ist die Heilige Schrift für die Christen etwas ganz Besonderes. Da sind etliche Seiten verbrannt und auch rausgerissen. Das war ein Akt der Intoleranz von denen, die nicht damit leben können, dass man für das Leben ist. Auch Emotionen spielen eine Rolle. Ich war immer bewegt und beeindruckt von den ganzen Menschen, die da mitgegangen sind, die da hingekommen sind. Das sind Menschen, zum Schluss hatten wir mehr als 50% Jugendliche dabei, dass sie ein Zeugnis abgelegt haben, dass sie den Mut hatten, sich anschreien zu lassen. Und das war das, wo ich eigentlich auch Mitleid hatte. Es gab immer die Gegner, die unglaublich hasserfüllt geschrien haben. Nach einem Marsch, so erzählt Lohmann, sei es zu einer Begegnung mit drei jungen Frauen gekommen. Die unsere Prospekte haben wollten, die wir dann noch ausliegen hatten. Dann sahen sie mich und sagten dann, dürfen wir die nehmen? Ich sage, ja klar, dürft ihr die mitnehmen. Ne? Und dann gucke ich die an, dann sage ich, Moment mal, euch drei habe ich gesehen während des Marsches. Ihr habt an drei verschiedenen Ecken gegen uns hasserfüllt geschrien. Darf ich mal fragen, warum schreit ihr so gegen uns? Ja, man hat uns gesagt, sie hassen uns. Ich sage, wer hat euch das denn gesagt? Die Leute, die uns engagiert haben, haben gesagt, wir müssen ganz laut schreien. Ich sage, wisst ihr denn, wogegen ihr geschrien habt? Diese drei Mädchen mussten dann zugeben, sie wussten es nicht. Diese jungen Mädchen hat Lohmann dann nach dem nächsten Marsch zum Essen eingeladen. Und dann habe ich gesagt, und ich werde ab heute für euch drei beten. Die Begegnung habe die Mädchen sehr nachdenklich gemacht, glaubt Lohmann. Und eine habe begonnen zu weinen. Und dann sagte sie, nein, sie haben ernsthaft gesagt, dass ich geliebt sei. Ich sage, ja, du bist geliebt. Ich sage, warum weinst du? Weil mir das noch nie jemand gesagt hat. Ich höre das zum allerersten Mal im Leben. Nach dieser Begegnung sei er glücklich und motiviert nach Hause gefahren. Er habe auch immer für die Schreier während des Marsches gebetet, gibt Lohmann zu, aber er sagt auch, ich habe auch mal, als sie versucht haben, eine meiner Reden niederzuschreien, habe ich nur gesagt, das ist ganz einfach, wer schreit, hat nichts zu sagen. Wir wollten von Lohmann auch seine Ziele wissen. Ja, natürlich die Verantwortung der Väter war auch ein Thema für mich. Wir haben ja auch extra Plakate gemacht, nur feige Väter stehen nicht zu ihrem Kind, nur feige Männer stehen nicht zu ihrem Kind. Ich bin als Mann Bundesvorsitzender dort gewesen und habe ganz bewusst auch immer wieder die Verantwortung der Väter mit ins Boot geholt, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Viele Frauen werden allein gelassen. Ansonsten habe er natürlich vorgehabt, den Marsch größer zu machen. Dass mehr Leute mitgehen und ich hatte den Ehrgeiz, dass die Bischöfe eines Tages mitgehen. Und habe dann gemerkt, dass die völlig falsch informiert waren. Dass der Marsch, also ganz komische Leute und was da beim Marsch alles passiert und so. Ich habe gesagt, nee, kommen Sie einfach, gucken Sie sich mal an.
Und das war dann schwierig. Ich habe immer wieder in Interviews und in Briefen und in Gesprächen versucht, die Bischöfe, ich sage, das ist doch ein urchristliches Thema, ein urmenschliches Thema, dass wir uns für das Leben einsetzen und nicht gegen das Leben. Und deshalb müssen Bischöfe dabei sein. Das ist keine Sache von Laien oder Klerikern, das ist eine Sache von allen Menschen guten Willens. Dann gab es 2015 eine wunderbare Begebenheit. Er hätte mit seiner Familie bei Papst Franziskus in die erste Reihe, die sogenannte Prima Fila, kommen können. Und dann habe ich mit meiner Familie zusammengesessen. Ich sage mal, habt ihr was dagegen, wenn ich das umwidme? Ich frage mal den Erzbischof Genswein, ob wir aus der Familienaudienz eine BVL-Audienz machen können. Und meine Familie sagte, nee, ist viel wichtiger. Fahr du mit den BVL-Leuten dahin. Und dann haben wir eine Audienz, Prima Fila, mit Franziskus gehabt. Das hat gut gewirkt. Danach waren auch etliche Bischöfe beim Marsch für das Leben dabei. Lohmann nennt Weihbischof Laun und Bischof Vorderholzer, die auch früher schon dabei waren und? Erzbischof Koch ist dann auch bei uns gewesen und hat sogar also eine Rede gehalten und mitgewirkt beim Gottesdienst. Also wir haben einiges erreichen können. Ich halte das für selbstverständlich. Eigentlich eine ganz große Normalität, dass die Bischöfe eben auch dabei sind. Der Journalist ist überzeugt. Das geht auf die Initiative des Heiligen Geistes zurück. Wir sind nur Werkzeuge. Also ich würde mal sagen, wer sich da hinsetzt und sagt, ich habe das gemacht, der hat nicht verstanden, dass wir ein großes Team sind und dass wir immer alle gemeinsam unterwegs sind. Also das gilt für die ganze Zeit der Entwicklung des BVL. Also das haben wir alle gemeinsam gemacht. Und da würde ich mir also jetzt keine Schulterklappen aufheften. Aber derjenige, der vorne steht, hat natürlich eine besondere Verantwortung. Auf die Frage nach der Haltung der evangelischen Kirche meint Lohmann. Es gibt ja nicht die evangelische Kirche. Es gibt ja viele evangelische Kirchen. Und da gab es etliche Gruppierungen, die uns auch unterstützt haben. Der Bischof von Berlin-Brandenburg, Bischof Dröge, den habe ich nicht verstanden. Den habe ich auch besucht und der hatte eine ganz große Abwehrhaltung und hat sie sich eintrichtern lassen, wir seien Radikale oder Fundamentalisten oder was weiß ich. Das meiste Kontra, so der Journalist, kam aus ganz anderen Bereichen. Dass es aus dem grünen und dem linken Spektrum sehr viel Kontra gibt gegen das Lebensrecht, weil dort fatalerweise bis heute, aber leider Gottes schwappt das ja auch in die C-Parteien rüber, bis heute eine fatale Vorstellung gibt, als gäbe es ein Menschenrecht auf Töten. Auch direkte und schöne Reaktionen habe es gegeben. Ich habe auch Hassbriefe bekommen, man wurde auch gelegentlich bedroht. Das gibt es alles. Offensichtlich ist der Einsatz für das Leben lebensgefährlich. Besondere Unterstützung jedoch kam auch von Papst Benedikt XVI. Und wir sind uns ein paar Mal begegnet und ich konnte ihm über die Arbeit des BVL berichten und er hat sehr gerne diese Arbeit und unser Engagement gesegnet, weil es ihm ein Herzensanliegen ist. Und deshalb hatten wir in meiner Zeit eben zwei Päpste, die uns gesegnet haben. Das war übrigens auch bei der Begegnung mit Franziskus so, als ich ihm das Plakat zeigte vom Marsch für das Leben 2015. Und dann hat er dreimal auf das Plakat gezeigt und gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, was ihr da macht. Lohmann zu den Gründen, nach 8 Jahren als ehrenamtlicher Vorsitzender aufzuhören? Also ich hatte schon darüber nachgedacht, ich bin 2017 60 geworden. Und dann habe ich gedacht, wenn du von anderen verlangst, dass man nicht ewig an einem ehrenamtlichen Vorstandsposten hängen sollte, dann musst du eigentlich auch selber ein solches Zeichen setzen. Und deshalb habe ich dann 2017 einfach gesagt, 8 Jahre sind genug, ich bin jetzt 60, außerdem mache ich im Lebensschutz ja weiter. Seine Bilanz sieht er für sich positiv und dankbar. Zu der Bilanz gehört, ich fange mal ganz normal an, die von mir in meiner Zeit erlebte, sehr gute, wertschätzende Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände im BVL. Das war für mich eine ganz schöne Erfahrung, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Seit 2017 führt die Übersetzerin Alexandra Linder den BVL. Sie berichtet von ihrer ersten Teilnahme beim Marsch für das Leben. Also es war noch die Zeit, als noch der Traueraspekt im Vordergrund stand. Als wir alle noch Kreuze trugen und schwarz angezogen sind. Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen 2008 vielleicht. Ja, und das war, glaube ich, so mein erster. Also auf jeden Fall vor 2010. Linda, zu den aktuellen Herausforderungen im Lebensrecht? Also assistierter Suizid, Euthanasie sind ja gerade ganz große Themen.
der ganze Bereich der Fortpflanzungsmedizin, der wird jetzt auch noch sehr aktuell, gerade nach der nächsten Bundestagswahl. Da geht es ja bis hin zu Eizellspende, Leihmutterschaft, was in Deutschland ja noch nicht möglich ist. Präimplantationsdiagnostik, der pränatale Bluttest. Also die Thematik ist so groß, dass man eigentlich jeden Tag lesen muss, um da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Sie erläutert auch die Fortschritte, seit sie den Vorsitz des BVL übernommen hat. Wir konnten uns personell größer aufstellen. Der BVL hat ja eigentlich seit Bestehen unglaubliche Dinge mit unglaublich wenig Menschen geschafft. Das war schon immer ein Kernbereich, also auch ein großer Pluspunkt des BVL. Also inhaltlich zwei wirkliche Erfolge, kann ich tatsächlich sagen, waren einmal der Paragraph 219a Strafgesetzbuch, das Werbeverbot für Abtreibung. Da haben wir es zusammen mit anderen tatsächlich mit erreichen können, dass der Paragraph nicht einfach gestrichen wird. Der ist natürlich jetzt verwässert worden. Aber wir sagen dann immer, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Also es gibt das Werbeverbot noch. Und der zweite Bereich, das ist noch gar nicht so lange her, das war kurz vor Corona, war die Bundestagsabstimmung über die Organspende. Auf die Frage, wie viele Unterstützer es denn gäbe, meint die aktuelle Vorsitzende? Das ist schwer zu sagen. Wir haben ja nicht nur Vereine mit Mitgliederstruktur, sondern wir haben ja auch zum Beispiel eine Stiftung dabei. Also wenn wir die Mitglieder und direkten Unterstützer nehmen, sind es mal mindestens 50.000, wenn ich die indirekten Unterstützer, die sich immer bei uns melden, die zum Marsch kommen, die regelmäßig informiert werden, sind wir mittlerweile schon deutlich sechsstellig. Linda sieht den Marsch als großes Treffen Gleichgesinnter. Sie betont: Aber ich habe das immer so empfunden, dass das eine unglaublich wichtige Veranstaltung ist, die es nur einmal im Jahr in dieser Form in Berlin gibt. Und dass es hochwichtig ist, dass diese Veranstaltung möglichst regelmäßig stattfindet. Wir fragen nach, ob denn auch Gespräche mit der Gegenseite möglich seien. Das ging früher, das geht jetzt im Moment tatsächlich nicht mehr. Also ich persönlich habe auch verschiedentlich versucht, Kontakt zu knüpfen zu den Protagonisten der anderen Seite. Die heutige Generation, meint Linda, gehe auch ganz anders an eine mögliche ungewollte Schwangerschaft heran. Ich bin 17, was passiert, wenn ich schwanger werde? Was können Sie mir bieten? Was können die anderen mir bieten? Was passiert denn da eigentlich bei einer Abtreibung? Also die sind sehr offen, mit denen kann man ganz sachlich und hochinteressant sprechen. Die haben auch ganz tolle Ideen und ganz neue Anregungen. Die ältere Generation der Abtreibungsbefürworter, so die Vorsitzende, sei eher schwierig. Die sind so verhärtet mittlerweile, dass man mit denen überhaupt nicht sprechen kann. Das finde ich sehr schade, denn wir haben ja 25 Jahre jetzt dieses Beratungsgesetz und sehr viel Erfahrung, Erfahrung aus anderen Ländern, Erfahrung mit anderen Gesetzesformen, sodass das eigentlich hochspannend wäre, über die Thematik zu sprechen, auch über die damit verbundene Thematik, ne, mit den ganzen vorgeburtlichen Untersuchungen oder dann eben, wie das für das Ende des Lebens aussieht. Es wäre eigentlich wahnsinnig wichtig, auch im Sinne der Frauen, der Frauen im Schwangerschaftskonflikt, miteinander zu sprechen. Und deswegen finden wir es sehr schade, dass da viele Leute sich verweigern. Angesprochen auf Aktivitäten in Schulen und Universitäten erläutert Linda, wie man informiert. Zum Beispiel ein Kind zu haben oder zu bekommen oder schwanger zu sein, ist was Positives. Es wird ja einem immer madig gemacht. Selbst wenn man unter besten Umständen schwanger wird, ist die netteste Frage: Hast du schon einen Krippenplatz? Und wir stellen bei den jungen Leuten fest, dass sich im Grunde nichts geändert hat. Alle jungen Leute wünschen sich sehnsüchtig eine stabile Liebesbeziehung mit der Option, auch mal an eine Familiengründung zu denken. Das treibt die immer noch um, denn das ist im Menschen einfach erst mal drin. Besonderen Wert legt die Vorsitzende auf die Beratung. Klären Sie darüber auf, welche Hilfen es gibt. Ja, also was, wenn ich oder meine Freundin dann doch schwanger bin oder ist. Was kann ich dann tun? Wer kann mir helfen? Und was wir natürlich auch machen, was sehr wichtig ist, wir fragen dann schon mal, was machst du denn, wenn du schwanger bist, wo gehst du denn hin? Und darüber haben sich natürlich viele junge Leute, weil es noch nicht der Fall ist, noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn sie dann überlegen, gibt es tatsächlich junge Leute, die sagen, ich habe niemanden, wo ich hingehen kann. Wichtig ist Linda auch, was mit den Großeltern geschieht. Schicke ich sie wie in den Niederlanden in die Euthanasieklinik oder kümmere ich mich drum und gebe ihnen Palliativunterstützung, bis sie eben sterben? Was ja ein völlig anderer Ansatz ist. 2019 waren über 8.000 Teilnehmer beim Marsch für das Leben. Corona-bedingt 2020 deutlich weniger. Wir fragen Linda nach ihren Zielen. Wir möchten die Zahl des Marsches steigern, also die Gesellschaft wachrütteln. Die müssen jetzt nicht alle unbedingt die Lebensrechtsbewegungen in irgendeiner Form direkt unterstützen, aber die Leute wachrütteln und sagen, auf welche Themen kommt es denn eigentlich an im Leben? Man merkt das ja jetzt. Und wir sind sehr motiviert. Und wenn man die gesamte Geschichte des BVL sieht, glaube ich, dass er insgesamt
auf einem sehr guten Weg ist und auch wirklich was vorzuweisen hat. Und ohne das, was die anderen vor uns geleistet hätten, wären wir nicht so weit. Wir haben noch sehr viel vor uns, aber wir finden auch immer ganz viele motivierte Leute, die vor allem ehrenamtlich da mitarbeiten, denn wir leben vom Ehrenamt und das wird auch so bleiben. 20 Jahre Bundesverband Lebensrecht und 19 Jahre Marsch für das Leben. Seien auch Sie dabei am 3. September-Wochenende in Berlin. Diese Dokumentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Frieden haben wir beide gefunden, denn wir werden beide gewinnen.